Die Rache der Gartenzwerge. Für Mindy und Joe war es zur Gewohnheit geworden, jeden Mittag eine Runde Baseball im Garten zu spielen. Ihr Nachbar, Major McCall, mochte es gar nicht, wenn dabei die Bälle in seinem Garten landeten. Was soll das? Kannst du nicht richtig werfen? Nicht so doll, Joe, das tut doch weh. Nun mach schon, wirf ihn so. Hier ist es so richtig. Was soll der Quatsch? Den nutzt du aber. Also, ich gehe da nicht rein. Was ist, wenn der Major da ist? Ich hasse es, ihm ständig meine Bälle zu schenken. Das würde ich lieber nicht tun. Das ist jetzt meiner. Und dich will ich hier nicht mehr sehen. Hey Kinder, ich habe eine Überraschung. Ich wette, es ist wieder etwas für den Garten. Ja, sie sind der Höhepunkt. Ich hab sie von Schöner Garten. Die standen da einfach so rum. Die haben mich das nicht gekostet. Dieser Irre von nebenan hat mein Baseball geklaut. Darf er das? Nun, war er auf seiner Seite? Ja schon, aber... Na also, Joe, was willst du? Soll ich deshalb rübergehen und ihn zur Schnecke machen? So, der Augenblick der Enthüllung. Dann lass mal sehen. Oh Mann, die sehen ja vielleicht abartig aus. Mr. Burton, Mindy und Joes Vater... lud die zwei Gartenzwerge von der Ladefläche seines Autos und war auf diese neue Anschaffung sichtlich stolz. So, sind sie nicht spitze, die beiden? Na, ich weiß nicht. Die sehen irgendwie schaurig aus. Schaurig? Ich finde die niedlich. Ja, finde ich auch. Und wenn wir sie geschickt platzieren, wird es ein Kinderspiel, den schönsten Gartenwettbewerb zu gewinnen. Ja, und zu Weihnachten verkleiden wir sie als Elfen. Weihnachtszwerge. Ja, Monsterzwerge, würde ich sagen. Die beiden Gartenzwerge wurden von Mr. Burton und seinen zwei Kindern dekorativ im Garten platziert. Nachbar McCall beobachtete die drei aus seinem Garten äußerst misstrauisch. Ein bisschen mehr nach rechts. So. So richtig? Ja. Moment. So, was denkt ihr? Gut so? Mhm. Ja? Hey, Burton! Ich wusste gar nicht, dass Ihre Verwandten zu Besuch da sind. Nein, nein, nein. Den Major müssen wir nicht zu ernst nehmen. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass ich dieses Jahr den Gartenwettbewerb gewinne, aber jetzt bin ich sicher. Das sind ja nur mit Abstand die scheußlichsten Dinger, die ich je gesehen habe. Eine Schande für die Nachbarschaft. Wann kommen Sie denn endlich zur Vernunft und stoßen diesen ganzen Plunder ab? Das ist unser Garten. Ja, nicht jeder will, dass seine Blumen stramm stehen. Jetzt ist gut. Auch der Major hat ein Recht auf seine Meinung. Zivilistenquatsch.
Die Jury wird Ihnen schon zeigen, welcher Garten der beste ist. Naja, dann versuche ich mein Glück. Wenn die erst mal meine perfekten Baumreihen sehen, den exakten Rasen und die makellosen Melonen, dann steht es eh fest, wer dieses Mal die Schlacht gewinnt. Nämlich ich. Das glaub ich nicht. Hast du was gesagt? Nichts, Sir. Sie dürfen zu Ihren Petunien zurück, Sir. Joe. Schon gut, Burton. Ich hoffe nur, dass unser guter Joe nicht irgendeinen Anschlag auf meinen Garten plant. Einen kleinen Rachefeldzug womöglich? In der Nacht? Womöglich? Was? Da liegen Sie schief, Major. Wir haben Joe beigebracht, das Eigentum anderer zu akzeptieren. Und warum zertrampelt er dann meine Rosenbüsche? Ich sage es jetzt nochmal, und zwar klar und deutlich. Wenn noch irgendwas mit meinem Garten passiert, dann mache ich ihn dafür verantwortlich. Morgen klopfte Major McCall aufdringlich an Mr. Burtons Küchentür. Hinter seinem Rücken hielt er eine Melone versteckt. Auf ihr war eine gruselige Fratze gezeichnet. Ist ja gut, ich komm ja schon. Sie sind alle kaputt. Sie sind völlig zerstört. Nicht aufregen, Major. Nicht aufregen? Sehen Sie sich das an! Oh, verstehe. Das wird ein Nachspiel haben. Was ist denn? Tja, Joe, offensichtlich hat jemand die Melonen des Majors zerstört. Ich wollte heute früh neue Rosen pflanzen, bevor es zu heiß wird. Und das habe ich gefunden. Aber vielleicht war es ein Dachs? Oh, sicher nicht. Dachse sind zwar ziemlich clever, aber sie schmeißen nichts gegen Wände. Und ich kenne mit Sicherheit keinen, der so etwas kann. Oh, stark. Ich hatte dir verboten, meinen Garten zu betreten. Aber ich war nicht in Ihrem Garten. Garten? Es braucht mehr als dreckige Tricks, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ich war wirklich nicht Herrnwort. Also hör zu. Nimm dir das mit dem Major nicht so zu Herzen und versuch ihm auf den Weg zu gehen. Okay? Und jetzt frühstücken wir. Nach dem Frühstück betrat Joe den Garten und fragte sich, wer für das Unheil in Major McCalls Garten verantwortlich sein könnte. Da kam seine Schwester Mindy um die Ecke. Ah, da ist ja mein straffälliger kleiner Bruder. Ich war es nicht, Mindy, das sagte ich doch schon. Ach ja, richtig. Wollen wir Ringe werfen? Die Eierköpfe der Zwerge sind perfekt dafür. Wie wär's mit deinem Eierkopf? Du versuchst es immer wieder, hm? Mach's besser. Ich schwör's dir, Mindy, ich hab seine dämlichen Melonen nicht angerührt. Und wer war's dann? Weiß ich doch nicht, aber wenn ich ihn finde, kriegt er einen Orden. Bravo. Nennt dein Vater das etwa eine Strafe? Herumzublödeln mit diesen Abartigkeiten? Reg dich nicht auf. Versuch du noch einmal in meinen Garten zu steigen. Den Spaß will ich dir austreiben. Verlass dich darauf, mein Freund. Er ist ein Idiot, aber du solltest besser auf Dad hören und ihm aus dem Weg gehen. Joe traute seinen Augen kaum. Als er näher an die beiden Gartenzwerge herantrat, entdeckte er an ihren Fingern und Mündern eigenartige Dinge. Schwarze Tinte? Melonenkerne? Mitten in der Nacht wachte Joe auf. Irgendein Geräusch von draußen hatte ihn aus dem Schlaf hochschrecken lassen. Er schlich in den Garten und vernahm aus dem Gebüsch ein eigenartiges Kichern. Und dann sah er sie,
Die beiden Gartenzwerge waren zum Leben erwacht und machten sich eine Freude daraus, Major McCalls Garten zu verwüsten. Joe musste eingreifen. Er sprang über die Hecke in den Nachbarsgarten und versuchte, die Zwerge an ihrer Randale zu hindern. Da schalteten sich plötzlich die Suchscheinwerfer ein und der Major trat wutentbrannt aus seinem Haus. Just in diesem Moment erstarrten die Zwerge. Meine Lierchen! Meine Athalin! Mein Adler! Ich hab nichts gemacht, ehrlich! Es waren die Zwerge, die das gemacht haben! Wie doof hältst du mich eigentlich? Doch dafür bezahlst du, das schwöre ich dir! Was suchen diese elenden Abscheulichkeiten hier? Was ist denn nun schon wieder los? Dad? Joe? Was suchst du hier? Sehen Sie doch selbst! Oder glauben Sie, das waren die Heinzelmännchen? Das kann doch nicht wahr sein. Das können Sie ruhig glauben. Ich hab ihn doch erwischt. Joe? Ich war es wirklich nicht. Ehrlich. Es waren die Zwerge. Lüg mich nicht an. Nein, wirklich. Ich hörte so ein Flüstern und da bin ich raus das und... Das sind doch alles Lügen. So ein Quatsch wollte ich doch aber nie erfinden. Du wirst so lange bei dem Major den Garten pflegen? Aber Dad! Bis die Sache bereinigt ist. Hast du verstanden? Und jetzt ab ins Bett. Ich hoffe, Sie akzeptieren das so. Ich hole noch meine Zwerge. Major McCall kannte keine Warnen. Joe musste vor ihm auf den Knien herumrutschen und neue Rosen in die Erde pflanzen. Bewegung, Soldat! Übers Wochenende muss hier alles tipptopp werden. Auf, auf! Zur Kommandozentrale. Schöne gerade Linien. Das erinnert mich an die Zeit. Das ist es. Verstanden? Fein. Okay, lange genug rumgetrödelt. Jetzt bring den Dünger da hinten zum Eckbeet und das Ganze im Marsch. Marsch! Was riecht denn hier so komisch? Ich bin einfach zu müde. Ich riech nichts mehr. Das steht dir ganz recht. Deine Geschichte mit den Zwergen war ja auch wirklich zu blöd. Die hab ich nicht erfunden, die ist wahr. Das mag ja sein. Und wenn du sie freundlich fragst, dann machen die Zwerge vielleicht für dich die Arbeit. Dann könntest du es dir auch bequem machen. Natürlich müsstest du vorher baden, so etwa ein Jahr. Lach du nur, aber ich werde es dir beweisen. Wer es glaubt, wird selig. In dieser Nacht erwachte Joe erneut aus seinem Schlaf. Er warf einen kurzen Blick aus dem Fenster und erstarrte. Er musste unbedingt seinen Vater wecken. Dad! Dad! Die Zwerge sind weg! Was ist? Sie leben! Da ist kein Leben, nein. Nicht beben, sie leben! Die Zwerge wollen ein Heben um die Zeit. Weder noch, sie sind nicht mehr da! Nein, wir gehen nicht auf den Jahrmarkt, auf keinen Fall. Wer hat falsch gemacht? Es ist bloß ein Traum, geh jetzt ins Bett. Nein, es ist wahr, ich zeige es dir. Vielleicht hat er recht. Ich weiß doch wohl noch, wann ich träume. Also geh jetzt bitte wieder ins Bett. Wir müssen fit sein, morgen ist die Verleihung. Mindy, Mindy, wach auf! Mann, Joe, was soll das? Komm schon, die Zwerge sind weg, du musst mir helfen. Unter einer Bedingung, ich hab was gut. Was hast du getan? Wo sind sie? Ich hab gar nichts getan. Sie sind lebendig geworden. Ach ja, sie sind lebendig geworden. Und wo sind sie hingegangen? Du musst schon sehen. Was war das? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ein Waschbär. Mach lieber auf.
nichts mehr machen. Aus dem Gebüsch traten die beiden Gartenzwerge und rannten kichernd hinter den flüchtenden Kindern her. Wir kriegen euch ja gar. Mindy knipste ihre Taschenlampe an und leuchtete dem Zwerg direkt ins Gesicht. Augenblicklich erstarrte dieser darauf zu Stein. Dieser Effekt währte aber nur von kurzer Dauer. Was ist es? Das Licht versteinert sie. Wieso nicht? Du hast angefangen. Das Licht, hol das Licht. Gib das Licht. Weg da, du Blum. So, und jetzt machen wir vernünftige Zwerge aus euch. Großartig, die Sache funktioniert. Das glaubt uns doch keiner. Am Tag sind die völlig harmlos. Harmlos? Ja, wenn die wissen. Ja. Ach so, oh, bitte nicht. Komm schon. Oh nein! Sie kommen näher! Näher, näher und immer näher! Heute sieht schlecht aus! Ihr kommt uns nicht! Station! Bitte jetzt! Von allen Seiten kamen plötzlich immer mehr Gartenzwerge heran. Sie umzingelten die Kinder, zogen den Kreis immer enger und waren fest entschlossen, ihnen den Chaos zu machen. Da blitzten erneut McCalls Suchscheinwerfer auf. Als er nach draußen trat, suchten Joe und Mindy Deckung im Gebüsch, während der Major zornig auf die erstarrten Gartenzwerge zueilte. So, jetzt hab ich dich! Hier wird nicht weggelaufen, das ist ein Befehl! Jetzt habe ich aber endgültig die Schnauze voll, jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. Und das Erstes bist du dran. Dem Gartenzwerg gefiel es scheinbar gar nicht, vom Major davongetragen zu werden. Er legte seine steinerne Hand um seinen fleischigen Hals und drückte einfach zu. Ach, das ist ja gar kein Vogel. Haben Sie das notiert? Ja, das war wohl schon fast entschieden. Und jetzt noch diese Ecke. Was schaut er denn da? Oh. Oh nein. Oh. So etwas habe ich ja noch nicht gesehen. Schade. Also minus 2 Punkte. Da können wir keine Ausnahme machen. Es ist eine ziemlich schwierige Entscheidung, Mr. Burton. Ihr Einfallsreichtum ist geradezu überwältigend. Die Art, wie Sie die Natur mit allerlei Fantasiegebilden vereinen. Auf diesen Garten können Sie zu Recht stolz sein. Oh, das freut mich wirklich zu hören. Ich sagte doch, dass du es schaffst. Nun, dann kann ich sagen, dass es mir eine große Ehre ist, den Preis anzunehmen und... Oh, das wäre es zweifellos, wenn Sie gewonnen hätten. Aber ich dachte, Sie... Ja, wir wollten Ihnen ja auch schon den großen Preis überreichen. Doch dann war da... Wie soll ich sagen? Es war so unangenehm, so unpassend, so hässlich. Ehrlich, wir waren schockiert.
Meinen Sie etwa die Gartenzwerge? Aber nicht doch. Die Zwerge sind entzückend. Ganz reizende kleine Burschen. Wirklich. Wovon reden Sie dann bitte sehr? Da, da hinten. Diese abscheuliche Gartenfigur dort. Der Preisrichter gab die Sicht im McCalls Garten frei und präsentierte der Familie Burton einen makabren Anblick. Vor dem Gebüsch stand der Major. Er war etwa auf zwei Drittel geschrumpft und starrte mit versteinerter Miene zum Nachbarsgarten hinüber. Die Gartenzwerge hatten ihn in ihrem Club aufgenommen und ihn zu ihresgleichen werden lassen. Das Phantom der Aula. Albtraum eine Vorahnung gehabt, dass über den Proben zu dem klassischen Theaterstück Das Phantom der Oper ein geheimnisvoller Fluch lag und sich in naher Zukunft noch äußerst mysteriöse Vorkommnisse ereignen sollten. Gratuliere, Brooke. Esmeralda ist die weibliche Hauptrolle. Danke, Corey. Du scheinst dich aber nicht sehr darüber zu freuen. An deiner Stelle wäre ich auch vorsichtig. Stimmt ja, Tina ist deine Zweitbesetzung. Vielleicht vergiftet sie dich, damit sie die Rolle kriegt. Das würde sie nie tun. Die Treppe runterstoßen höchstens. Warum nicht? Sehr witzig. Ich möchte die Rolle gar nicht. Wisst ihr nicht, dass auf diesem Stück ein Fluch liegt? Hast du es verzaubert, Tina? Was willst du eigentlich damit sagen? Dass mein Großvater mir erzählt hat, als er vor 72 Jahren auf diese Schule gegangen ist, es ihm nicht möglich war, bis heute seinen Abschluss zu machen. Wirklich witzig. Komm schon, Tina, erzähl weiter. Also gut, alles fing an, als die Schule gebaut wurde. Damals sollte das gleiche Stück aufgeführt werden wie jetzt. Am Abend der Aufführung verschwand der Hauptdarsteller, der das Phantom spielen sollte. Alle waren in großer Sorge, ganz besonders die Eltern des Jungen. Sie riefen die Polizei. Aber der Junge ist nie wieder nach Hause gekommen. Als die
Schule das Stück ein Jahr später aufführen wollte, erschien sein Geist auf der Bühne. Komm mit mir. Esmeralda, ich komme, um dich zu holen. Kannst du mir Geld fürs Mittagessen leihen? Oh, Phantom, du schuldest mir noch $10. Von mir aus kannst du verhungern. Was soll der Krach hier? Zeke Matthews, würdest du bitte die Maske abnehmen? Ich dachte, die Probe hat schon angefangen. Und außer bei den Proben will ich das Phantom nicht mehr sehen, Mr. Matthews. Und ich meine das ernst. Wir sollten es lieber nicht spielen, Mrs. Walker. Hm. Mein Großvater hat erzählt... Ich weiß, wir kennen alle die Geschichte, Tina. Aber die einzige Geschichte, die uns jetzt zu interessieren hat, ist die von unserem Stück. Also lasst uns anfangen. Corey, du bist Carlo, Esmeraldas Vater. Hi, Dad. Du besitzt ein Theater und hast einen Geist gesehen. Sie? Ich bin das Phantom, das im Keller... wohnt und eine tiefe Leidenschaft zur Tochter des Theaterdirektors hegt. Und das bist du, Brooke. Muss ich ihn auch lieben? Ja, aber erst kommt das Phantom und verschleppt dich. Und warum bin ich denn noch in ihn verliebt? Weil dich seine geheimnisvolle Art fasziniert. Aber dein Verlobter kriegt die Sache raus, er erschlägt ihn und das bricht dir das Herz. Das Phantom kehrt als Geist zurück und ist Gefangene des Theaters auf ewig. Und wenn wir dieses Stück spielen, wird genau das passieren. Tina... Miss Walker... Nicht jetzt, Corey. Bestimmt holt das Phantom Esmeralda nochmal, was, Brookie? Miss Walker. Miss Walker. Corey. Ein Senkboden. Er muss wohl aus Versehen den Knopf gedrückt haben. Ist ja scharf. Eins sag ich euch, dass mir keiner darunter geht. Dieser Senkboden ist seit Jahren außer Betrieb und die Monteure arbeiten gerade daran. Komm mit. Wozu ein Senkboden? Naja, die Schule baute ihn für die erste Produktion des Phantoms. Darf ich ihn ausprobieren? Nein, nicht bevor ich weiß, dass er in Ordnung ist. Ist das klar? Sieg? Ja, ist klar. Also gut, jetzt zu euren Charakteren. Ich habe euch alle gebeten, einen Lebenslauf eurer Figur zu schreiben. Was sie geboren wurde, wie sie aufgewachsen ist und so weiter. Psst, Brooke. Komm her. Wir fahren mal mit dem Ding. Hör zu, Sieg. Dieser Senkboden, von dem ich noch gar nichts wissen konnte, kam letzte Nacht in meinem Traum vor. Vielleicht hat der Spuk schon begonnen. Nein, es kommt mir nur merkwürdig vor. Wie das Leben. Und es wird immer merkwürdiger. Kommst du? Der Zug fährt gleich ab. Hoppla! Wir sind weit unterhalb des Kellers. Warum ist der Senkboden so weit runtergefahren? Vielleicht bringt das Phantom seine Esmeralda hier hin und keiner wird sie je wiederfinden. Lass uns abhauen. Ich finde den Schalter nicht. Vielleicht müssen wir die ganze Nacht hier bleiben. Sieg, da muss aber ein Schalter sein. Wir sitzen fest. Oh, Mann. Hilf mir mal rauf. Sieg! Wo bist du? Hilf mir bitte! Sieg! Wurde aber auch Zeit. Wer sind Sie? Emil, der Nachtwächter. Was treibt ihr euch hier rum? Die Schule ist doch geschlossen. Wir hatten noch Rollenunterricht.
Und dafür braucht ihr den Senkboden? Nein, aber Miss Walker hat ihn uns gezeigt. Hat sie euch nicht gesagt, wie gefährlich er ist? Haut ab. Ihr sollt abhauen! Ist ja gut. Ich wusste, dass es falsch war, runterzufahren. Verschwindet! Die Proben für das Theaterstück gingen am folgenden Tag unvermittelt weiter. Und Brooke hatte wiederholt eigenartige Visionen, die sich in ihre Wahrnehmung einschlichen. Entschuldigung, aber das ist mein Stuhl. Du hast recht, hier ist wirklich genug Platz. Neu hier? Ja. Brooke Rogers. Hi, Brian Coulson. Ich bin gerade erst hierher gezogen. Du spielst im Phantom mit. Ja, ich spiele die schöne Esmeralda. Wie findest du das? Du wirst alle begeistern. Ich habe früher viel Theater gespielt. Ich wünschte, ich könnte mitmachen. Fürs Bühnenbild suche ich noch Unterstützung. Hallo. Brian, Tina, Tina, Brian. Oh, ich habe mein Textbuch vergessen. Bin gleich wieder da. Hi. Dich ja von meinem Zuhause fern, Esmeralda. Solltest du nicht auf der Probe sein, Miss Rogers? Ich hole nur mein Textbuch, Mr. Levy. Netter Versuch, ging aber voll daneben. Hä? Da, deine Maske. Was soll der Blödsinn? Das habe ich nicht geschrieben. Und wer dann? Das Phantom. Sieht man doch. Ein Unwetter zog grollend über die Stadt, während sich das Mädchen intensiv mit ihrer Rolle beschäftigte. Bleib cool, Brooke. Du scheinst ja mein Kostüm sehr zu mögen. Das konntest ja nur du sein, Idiot. Hey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Diese Phantomgeschichte scheint dich ganz schön mitzunehmen. Du könntest ruhig sagen, wie fabelhaft ich aussehe. Komm, lass uns weitermachen. Die Rolle von Esmeralda nahm immer mehr Besitz von Brookes Persönlichkeit ein, während sie sich in ihren Text vertiefte. Phantom, ich liebe dich. Bitte, Phantom, komm zu mir. Kannst du deinen Text schon? Das meinst du wieso? Glaub mir, Brooke, das Stück ist verhext. Pass auf dich auf. Brian? Wenn du mit der Bühne fertig bist, streichst du die Wand. Gefällt dir die Arbeit hier? Ja, ich bin froh, dabei zu sein. Brooke? Lass uns den Streit mit deinem Vater proben. Pass bloß auf, Brooke. Es ist verhext. Brooke. Geh auf dein Zimmer, Esmeralda. Ich will meine Tochter nicht an ein Monster verlieren. Aber Vater, ich liebe ihn. Da ist jemand oben auf dem Steg. Verschwinde, Esmeralda. Ich warne dich. Verschwinde! Verschwinde, Esmeralda, sonst... Das ist nicht lustig, ganz und gar nicht, Schätzchen. Nur haarscharf war Brooke einem folgenschweren Unfall entkommen. Aus großer Höhe kam eine schwere Tür aus der Requisite herabgesaust und krachte dicht neben ihr auf das Parkett. Und was hatte das mit dem unerwarteten Erscheinen des Phantoms auf sich? Entschuldigung. Sieg, ich würde sagen, du bist diesmal zu weit gegangen. Hä? Tu nicht
so. Du weißt, wovon ich rede. Dauernd gefährdest du deine Mitspieler. Nicht wahr. Ich war nicht einmal hier. Ich hatte einen Zahnarzttermin. Ehrlich? Frag meine Mutter. Würdet ihr das bitte lassen? Hey! Am Boden ist eine Spur zu sehen. Man muss ihr nur folgen, dann wissen wir, wer der Täter war. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ich will die Wahrheit wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so blöd ist. Sieg! Ist das dein Schrank, Sieg? Hören Sie, ich habe keine Ahnung, was los, hier los ist. Los, aufmachen! Das ist doch albern. Was ist das? Sieg! Das gehört mir nicht. Hol den Hauswart. Jemand muss die Schweinerei beseitigen. Das gehört mir nicht. Sofort. Das war nicht Sieg. Ehrlich, Miss Walker. Ich informiere deine Eltern, Sieg. Das Phantom spielt jemand anderes. Und wenn noch irgendetwas passiert, stoppe ich diese Produktion. Irgendwer versuchte, Sieg etwas abzunehmen. Die Spur der Beweise für seine Täterschaft war so überdeutlich gelegt worden, dass er für die Anschläge eigentlich nicht in Frage kommen konnte. Aufhören. Glaubst du, das Stück ist verhext? Schwörst du, dass du es nicht warst? Ja, verdammt! Wenn du es nicht warst, wer war's dann? Wie wär's mit Tina? Sowas traut sich Tina nicht. Wir müssen es herausfinden, bevor ein Unglück geschieht. Mr. Johnson, die Bühne muss sauber gemacht werden. Würden Sie uns helfen? Ich kann erst morgen, Brooke. Vielleicht kann uns die Nachtschicht helfen. Nachtschicht? Welche Nachtschicht? Emil, der Nachtwächter. Nachtwächter? Ich kenne keinen Nachtwächter. Ich wusste, dass mit dem Typ was nicht stimmt. Ich hätte auch so ein komisches Gefühl. Vielleicht sollten wir die Polizei holen. Nein, wenn die Polizei hier auftaucht, sagt Miss Walker die Aufführung an. Geh nicht, Brooke. Der Zettel, die Kulissentür, das Phantom, wer ist Miralda? Und was bist du? Vielleicht war dein Traum eine Warnung. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du nicht aufgehen? Miss Walker würde mich doch nie als Miralda spielen lassen. Ich muss gehen. Fest entschlossen, den mysteriösen Vorfällen auf den Grund zu gehen, wagten die drei Jugendlichen erneut eine Fahrt mit dem versenkbaren Boden in die unterirdischen Gefilde des Theaters. Habt ihr nicht auf mich gehört? Das Phantom! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch fernhalten. Aber jetzt werdet ihr wütend. Los, weg hier! Er kommt hinterher! Lauf, Brooke, lauf! Lassen Sie mich los! Du hättest auf mich hören sollen. Emil! Komm schon! Tja, wisst ihr, es scheint so, als ob dieser Emil uns entwischt ist. Aber wir haben diesen Hut und diese Maske gefunden und der Officer geht davon aus, dass Emil ein Obdachloser war, der da unten wohnte. Deswegen all diese Warnungen, damit sein Versteck geheim bleibt. Hätten wir nicht eine Lehrerkonferenz abgehalten, hätte euch niemand geholfen. Ihr habt euch sehr unvernünftig benommen. Tut uns leid. Mir tut es auch leid. Ich habe dich zu Unrecht beschuldigt. Soll das heißen, Sieg spielt wieder mit? Das meine ich, ja. Das Phantom lebe hoch. Woo. Endlich war es soweit. Die Premiere wurde mit Spannung erwartet. Doch die Vorführung
nahm eine ungewöhnliche Wendung. Phantom, bist du da? Phantom! Mir geht's gut, ich bin nicht nervös. Phantom, bist du da, Phantom? Okay, dann mal los. Bitte, Phantom, komm zu mir. Komm schon, rühr dich. Phantom, wieso erscheinst du nicht? Wieso fährt er nicht? Phantom, wieso erscheinst du nicht? Nun sind wir endlich vereint. Wie oft habe ich von diesem Augenblick geträumt? So auch ich, Esmeralda. So auch ich. Du tust mir weh, Sieg. Zaubernde Esmeralda. Schon seit über 70 Jahren lebe ich unter den Räumen dieses Theaters. Einst sollte ich das Phantom spielen. Diese Bühne wurde für mich gebaut. Es sollte der größte Abend meines Lebens werden. Aber es kam anders. Eine Stunde bevor der Vorhang aufging, geschah das Unglaubliche. Ich stürzte in den Abgrund und wurde zu einem echten Phantom. Das war eindeutig nicht Sieg in der Rolle des Phantoms. Und auch der Text entsprach nicht dem Original. Was hatte das alles nur zu bedeuten? Mir blieb nur die Hoffnung auf diese eine Nacht, in der ich endlich die Rolle meines Lebens spielen durfte. Und du, Esmeralda, wirst mich begleiten in die ewige Dunkelheit. Niemals! Nein! Nein! Es war Brian, der in die Rolle des Phantoms aus der Oper geschlüpft war. Und Brooke bei ihrem Sturz in die Tiefe fast mitgerissen hätte. Doch niemand im Publikum hatte den Ernst der Lage erkannt. Auf die Bühne, Kinder, schnell, zum Verbeugen! Brooke, du warst wunderbar, einfach wunderbar! Und das Bühnenbild, war das nicht toll? Oh, Corey! Wahnsinn, du warst sensationell! Was sie? Ah, vergessen! Ich weiß nicht, wo du diesen Text hergezaubert hast, aber er war brillant. Oh, die Klatschen, kommt, wir müssen uns verbeugen. Alles in Ordnung? Das hat mich am Kopf getroffen. Was hat dieses Buch hier zu suchen? Keine Ahnung. Was geht hier eigentlich vor? Komm, lass uns gehen. Autogramme geben. Ich habe das Phantom gesehen, wirklich. Er war hier auf der Bühne. Was? Wieso? Ich bin doch hier. Er hat bekommen, was er wollte. Nach 72 Jahren durfte er endlich das Phantom spielen und dann ist er zum zweiten Mal gestorben. Tina hatte diesmal recht. Hä? Wer ist tot? Wovon redest du? Sieh doch. Das Phantom. Vorstellung in diesem Frühjahr. Aber diese Vorstellung fand nie statt. Der Junge auf dem Foto sollte damals das Phantom spielen. Das war 1923. Das ist der Junge, der verschwunden ist. Oh Mann, ich glaub's ja nicht. Es ist Brian. Brian Colson.